Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Draufsicht. Was steht in deiner Macht heute zum Thema Banken und Unternehmensverhalten? Wir alle benutzen täglich Geld in Münzen, Papier oder in elektronischer Form. Doch habt ihr euch schon einmal darüber Gedanken gemacht, woher das Geld eigentlich kommt und was Banken damit zu tun haben? Der Animationsfilm Wie funktioniert Geld beleuchtet satirisch unser Finanzsystem. Wir zeigen euch heute zum Einstieg den Ausschnitt daraus, das moderne Banksystem. Punkt 9. Das moderne Banksystem. Jemandem wird ein Geldbetrag auf seinem Konto gutgeschrieben, weil er Bargeld eingezahlt hat. Dieses Bargeld wird als Grundlage genommen, um Kredite zu vergeben. Da nur eine Mindestreserve an Bargeld benötigt wird, kann der Anspruch auf dieses mehrmals vergeben werden. Durch die Vergabe der Kredite entsteht hier Geld, für das die Bank Zinsen erhält. Durch diese Zinsen entsteht der Bedarf an zusätzlichem Geld, welches wiederum durch einen Kredit entsteht, auf den wieder Zinsen gezahlt werden müssen. Das System macht sich hier selbstständig. Dein Gewinn und deine Macht steigern sich immer schneller und schneller. Du nimmst Geld, welches dir nicht gehört, erschaffst damit Geld, welches nicht existiert, und kassierst für alles Zinsen. Den ganzen Film Wie funktioniert Geld könnt ihr euch unter www.maxvonbock.de anschauen. Kaum jemand von uns würde sein Geld freiwillig in Atom- oder Rüstungsindustrie investieren oder gar in Firmen, die mit Nahrungsmitteln spekulieren. Was viele aber nicht wissen, genau das tun große Banken. Aber es geht auch anders. Ethik- und Umweltbanken beispielsweise haben sehr strenge Ausschlusskriterien, die eine Zusammenarbeit mit der Atom- oder Rüstungsindustrie nicht zulassen. Auch mit Unternehmen, die in Verbindung mit Kinderarbeit gebracht werden können, sind Geschäfte nicht möglich. Gefördert werden hingegen Projekte, die sich um die Nachhaltigkeit drehen oder die Beseitigung von Hunger und Armut. Im folgenden Beitrag nehmen wir noch einmal das fragwürdige Geschäftsgebaren der großen Banken unter die Lupe und zeigen euch anhand der GLS Bank eine der Alternativen. Too big to fail lautet das Resümee für deutsche Großbanken. Manche Banken werden schlichtweg zu groß und zu wichtig für eine Volkswirtschaft, als dass es sich ein Staat leisten könnte, diese Großbanken insolvent gehen zu lassen. Ein Scheitern zum Beispiel der Deutschen Bank oder der Commerzbank wäre der erste Dominostein, der die komplette deutsche Volkswirtschaft zum Einsturz bringen könnte. Der Finanzexperte Markus Henn, der zu Finanzmärkten, Weltwirtschaft und Steuern bei Weed und Attac arbeitet, erklärt uns warum. Großbanken, weil sie groß sind schon mal immer ein Problem, weil sie viel Macht entwickeln. Das hatte dann zur Folge, dass sie in der Finanzkrise die Politik erpressen konnten und gerettet werden mussten. Das hatte zur Folge, dass sie die Politik beeinflussen mit Lobbyarbeit. Und das hat zur Folge, dass natürlich eine Machtkonzentration überhaupt stattfindet. Neben der enormen Machtfülle dieser Banken ist auch das Unternehmensverhalten vieler Großbanken problematisch. Daneben haben wir festgestellt, dass eben gerade Großbanken dazu neigen, Geschäfte zu machen, die ethisch und ökologisch fragwürdig sind. Und dazu zählen dann ganz verschiedene Felder. Das beginnt dabei, dass besonders Großbanken Schattenfinanzplätze, also Steueroasen, nutzen, um ihre Geschäfte abzuwickeln und dann Steuern zu sparen oder Regulierung zu umgehen. Das umschließt, dass zum Beispiel gerade Großbanken aktiv sind im Bereich Spekulation mit Nahrungsmitteln oder auch Spekulation mit Land, also Aufkäufe von Land in der dritten Welt, um dann dort Rendite zu machen auf Kosten von Armen. Das umschließt natürlich auch den Bereich der Förderung von Rüstung oder Atomwirtschaft, was wir denken, dass es eigentlich tödliche Geschäfte sind. Nahrungsmittelspekulation meint, dass Banken in sogenannte Warenterminmärkte einsteigen, die eigentlich gedacht sind für Rohstoffproduzenten oder auch Bauern zum Beispiel und Rohstoffabnehmer. Aber es ist wohl schon so, dass die Preisausschläge sich verstärken, dass Schwankungen zunehmen. Und das hatte eben in den letzten Jahren zur Folge, dass wir zwei Krisen hatten, die die Zahl der Hungernden nochmal hochgetrieben haben, weil die Nahrungsmittelpreise explodiert sind. Doch es gibt Alternativen.
Ethik- oder Umweltbanken, wie zum Beispiel die Ethikbank oder die GLS-Bank, arbeiten mit Ausschlusskriterien, die Geschäfte mit der Atom- und Rüstungsindustrie oder mit Kinderarbeit verhindern. Wir haben uns bei Werner Landwehr, Leiter der GLS-Bank Berlin, umgehört. Der Kern der Krise war ja ein Vertrauensverlust. Ja, die Menschen haben gemerkt, vieles von dem, was die Banken uns empfohlen haben, ist nicht nur nicht sinnvoll, sondern hält auch das Renditeversprechen nicht, beziehungsweise führt sogar zu Verlusten. Ist ein großer Vertrauensverlust entstanden und der hat vor allem dazu geführt, dass die Menschen sich umgeschaut haben und gesagt haben, wo ist denn bitte eine Bank, wo ich reingehen kann und wo ich ein authentisches, sicheres Gefühl habe, dass die Menschen, denen ich dort begegne, das, was sie mir erzählen, auch wirklich meinen. Sie versucht nur solche Kreditvergaben zu begleiten, die wirklich insgesamt gesellschaftlich sinnvoll sind, nachhaltig sind, die mit Grundbedürfnissen zu tun haben. Bildung, Wohnen, Energie, Nahrung und das, was wir brauchen, Kleidung. Eines der Projekte, gefördert von der GLS-Bank, ist COEO. Wir haben COEO das Haus der guten Taten besucht und mit dem Gründer über das Konzept seines sozialen Geschäftsmodells gesprochen. Wir sind bestrebt, Menschen mit Behinderungen zu versuchen, im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Sortiment setzt sich schwerpunktmäßig zusammen aus Produkten von Werkstätten von Menschen mit Behinderungen, Fairtrade-Produkten. Dritte sind dann eine große Auswahl an, insbesondere auch an werteorientierten Büchern, aber auch allgemeiner Literatur. Und von der Philosophie her handeln wir nicht gewinnmaximierend, sondern menschenorientiert. Wollen wir ganz bewusst ein Modell und ein Vorbild für soziales Unternehmertum schaffen als Kontrapunkt zu dem, was ja, bei gewinnmaximierendem Denken üblich ist. Kein Gesellschafter kann irgendwelche Gewinne entnehmen, sondern alle Gewinne werden in die Weiterentwicklung des Konzeptes investiert und verspendet an andere gemeinnützige Organisationen. Großbank oder Ethikbank? Ihr selbst entscheidet, welche Projekte in Zukunft mit eurem Geld finanziert werden. Falls ihr euch gerne noch weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtet, findet ihr wie immer auf unserer Website www.draufsicht.org weitere Informationen. Corporate Social Responsibility, kurz CSR, ist in aller Munde. Und vor allem große und global agierende Unternehmen sind bereit, ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Immer wieder gibt es aber auch den Vorwurf des sogenannten Greenwashings. Das heißt, dass Unternehmen mit sozial- oder umweltverträglichen Handlungen Werbung machen, daneben aber eigentlich wirtschaften wie bisher. Wir haben uns in Berlin bei einer Veranstaltung zu Unternehmensverhalten in Mosambik umgehört und außerdem eine Preisverleihung der ganz besonderen Art unter die Lupe genommen. Massenentlassungen bei gleichzeitigen Rekordgewinnen, Managergehälter, Rohstoffknappheit und drohende Klimakatastrophe. Moralisch fragwürdige Werbung, Kinderarbeit, Betrügereien von Unternehmen, Finanzkrise und die Occupy-Bewegung. Das sind nur einige Beispiele, die euch einfallen, wenn ihr den Begriff Nachhaltigkeit oder Corporate Social Responsibility, Neudeutsch für Unternehmensverantwortung, hört. Bei dieser Thematik geht es um Gerechtigkeitsfragen für jetzt Lebende und für zukünftige Generationen. Immer mehr Firmen schmücken sich damit, dass sie die Prinzipien der Corporate Social Responsibility in ihrem Unternehmen übernommen haben und zum Beispiel umweltschonend produzieren. Oftmals soll so jedoch nur dem Risiko eines Imageverlusts vorgebeugt und schlechte Presse vermieden werden. Die Regeln, die im Unternehmen aufgestellt werden, sind deshalb häufig nur Scheinmaßnahmen, während hinter den Kulissen weitergewirtschaftet wird wie zuvor. Wie kann man sich denken? Betrügereien, Bestechungen und Menschenrechtsverletzungen. Die ganze Palette. Der brasilianische Konzern Vale zum Beispiel schreibt auf seiner Website, dass er als globales Unternehmen die Menschenrechte achte. Für seine Mitarbeiter habe er Leitlinien für einen respektvollen Umgang mit der lokalen Bevölkerung entwickelt. Tatsächlich hatten die wirtschaftlichen Aktivitäten des weltweit größten Minenbetreibers allerdings zur Folge, dass Hunderte von lokalen Gemeinschaften vertrieben wurden. In Mosambik wurden mehr als 1400 Familien für Umsiedlungen registriert. Der Kohleabbau durch Vale trägt allerdings kaum zu den staatlichen Einnahmen Mosambiks bei. In Berlin hat der Solidaritätsdienst International eine Veranstaltung zu diesem Thema organisiert.
Daniel Ribeiro von der mosambikanischen Nichtregierungsorganisation JAR erläuterte, mit welchen extremen Mitteln Wale gegen Proteste aus der Bevölkerung vorgingen. The company Vale, it's a Brazilian multinational, they basically sent in Mozambique's rapid police intervention force and they came in violently. They beat up people, they put people in prison without charges. We had numerous people with broken ribs and serious injuries. Der Konzern Vale hat durch seinen Einfluss auf die Politik in Mosambik so viel Macht erlangt, dass er ganz neue Spielregeln aufstellen konnte. So when Vale came, there was a huge increase in population and the police force couldn't cope with it, the infrastructure couldn't cope with it. So Vale put in resources to increase the number of police, to increase the infrastructure of government. But by paying the government, they end up having control over the government. So now, basically, the government and the police are aware that who pays the salary is the mining company. Während sich Unternehmen wie Vale also in der Öffentlichkeit als grün und sozial darstellen, treten sie in ihrer alltäglichen Praxis Gerechtigkeit mit ihren Füßen. Deshalb liegt es vor allem in der Verantwortung der Zivilgesellschaft, also auch in eurer Verantwortung, auf solche Unternehmenspraktiken aufmerksam zu machen und der Wirtschaft auf die Finger zu schauen. Eine Möglichkeit bietet die Teilnahme an der Abstimmung des jährlich verliehenen Public Eye Awards. Dieser Schmähpreis soll den Akteuren der Weltwirtschaft zeigen, dass menschen- und umweltverachtende Geschäftspraktiken Konsequenzen haben, und zwar auch für das Image der jeweiligen Unternehmen. Der Sieger des diesjährigen Public Eye Award ist übrigens Vale. An der Preisverleihung hat unter anderem auch der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz teilgenommen. So the lesson of the 2012 Public Eye Award should be this. With these nominations, some of the worst examples of corporate irresponsibility in the last year have been identified. What is needed is not just the recognition of what is wrong with, say, their environmental and labor practices, but systemic improvements to incentive structures, to legal frameworks, and to our expectations and demands of corporations as global citizens. Unternehmensverantwortung darf also nicht nur Reparaturwerkstatt des Kapitalismus sein, sondern muss nach Systemveränderungen fragen. Dazu müssen die zentralen Spieler in diesem Spiel, nämlich Unternehmen, nicht nur ökonomisch handeln, sondern auch zu moralischen Akteuren werden. Trotz diverser CSA-Erklärungen gibt es immer wieder durch Unternehmen begangene Menschenrechtsverletzungen und Umweltbeschädigungen. Der Konzern Vale ist hier leider nur eines vieler trauriger Beispiele. Ebenso haben bereits Walt Disney und Shell den Public Eye Award erhalten. Viele weitere Informationen und Links findet ihr auf unserer Website www.draufsicht.org. Das war die heutige Ausgabe von Draufsicht zum Thema Banken und Unternehmensverantwortung. In der nächsten Sendung dreht sich alles um politische Partizipation. Wenn ihr wollt. Bis dahin.